Wer hätte das gedacht? 10 Grad beim Start und Wintereinbruch in den Bergen. Der Wettergott meint es am Renntag mit dem Ironman 70.3 in Zell am See Kaprun nicht so gut. Die Radstrecke über den Filzensattel ist bei diesen Bedingungen gefährlich. Die Rennleitung reagiert und streicht den Radbewerb. Es wird nur geschwommen und gelaufen. Für die Athleten eine Herausforderung. Die ersten werden noch 1,5 Stunden schon im Ziel sein. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, glaube ich, dass man den Fokus jetzt wirklich drauf legt, was ist jetzt genau anders. Und ja, keine Fehler machen, weil für das ist die Strecke dann doch sehr kurz heute. So gilt es für die Teilnehmer, die verkürzte Strecke von 1,9 Kilometer Schwimmen und 21,1 Kilometer Laufen zu bewältigen. Für die Region Zell am See Kaprun ist dieses Event nicht mehr wegzudenken. Also diese riesengroße Sportveranstaltung, die heuer bereits zum 7. Mal in Zell am See Kaprun organisiert wird, hat einen sehr großen Stellenwert für die ganze Region, nicht nur für Zell am See Kaprun. Und was wir nicht vergessen dürfen, das sind diese wunderbaren Bilder, die aus unserer Region um die ganze Welt gehen und damit eine Riesenwerbung für unser Zell am See Kaprun und unseren Pinzgau ist. Der Ironman 70.3 in Pinzgau zählt zu den Top-Events im Rennkalender. Kaum ein Triathlet auf der halben Ironman-Distanz lässt sich das Rennen im Salzburger Land entgehen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Startplätze dementsprechend schnell vergeben sind. Ja, wir sind besonders stolz, denn der Ironman hier in Zell am See Kaprun, Salzburger Land, ist am schnellsten ausverkauft von der Kurzdistanz. Das heißt, wir sind schneller ausverkauft als alle anderen Ironman weltweit und wir haben mitunter die beliebteste Radstrecke weltweit. Das macht uns besonders stolz. Und 2500 Starterinnen und Starter treten zum verkürzten Swim-and-Run-Bewerb an. Und mit ihnen kommen auch Freunde, Familie, Betreuer und Fans. Für die Beherbergungsbetriebe in der Region ist das eine willkommene Wertschöpfung, wenn sich die Saison zu Ende neigt. Die kommen auch schon sehr oft früher, eine Woche früher, sehr oft auch mit der ganzen Familie und bereiten sie auf den Ironman vor, bleiben dann oft auch noch 1, 2, 3 Tage nach dem Ironman länger. Für die Beherbergung ist das eine tolle Sache Ende August, absolut. Durch die Verkürzung wird es schon nach 1 Stunde und 36 Minuten laut im Zielbereich. Der Niederösterreicher Michael Weiß holt sich 52 Sekunden vor dem Salzburger Andreas Giegelmeier den Tagessieg. Der erste österreichische Doppelsieg in Pinzgau ist perfekt. Dass das Radfahren nicht dabei ist, das ist selten. Und dadurch hat es extra weh dann. Und ich habe ein paar Minuten verloren beim Schwimmen und dann beim Laufen sukzessive aufholen können und trotzdem bis zum Ende kämpfen müssen. Nur 11 Minuten später steht auch die Siegerin bei den Damen fest. Erst 3 Wochen wieder im Lauftraining holt sich die deutsche Vorjahressiegerin Laura Philipp in einer Zeit von 1 Stunde und 40 Minuten erneut den Sieg in Zell am See. Ich habe jetzt nicht daran geglaubt, dass ich bei dem Format hier gewinnen kann, aber erstaunlicherweise haben sich meine Beine sehr gut angefühlt beim Laufen und es fühlt sich dann doch auch insgesamt etwas kürzer an, wenn das Radfahren fehlt. Von daher, ja, lief es perfekt für mich. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse haben sich die Pinzgauer wieder einmal als perfekte Gastgeber präsentiert. Davon zeigt sich auch Sportlandesrat Stefan Schnöll beeindruckt. Einerseits sportlich, andererseits auch von der Flexibilität der Veranstalter. Es ist ein absolutes Highlight da, muss ich sagen. Großartiger Bewerb von allen Veranstaltern, Einsatzkräften. Da ist ein großartiges Zusammenwirken, das merkt man. Und auch natürlich, wenn da das Wetter sozusagen nicht mitspielt, dann zeugt es doch von einer gewissen Professionalität, dass das dann noch so super über die Bühne geht. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich der Wettergott im nächsten Jahr wieder von seiner besseren Seite zeigt.